Boah. Alter, was für Wetter. Na gut, ich fahre mit dem Roller jetzt erstmal das Auto abholen. Dann fahren wir jetzt zum Arzt. Wieder mal. Da war Marlies am Montag beim Arzt. Gestern beim Arzt. Und heute sind wir beim Arzt. Ist ja super. So, lade ich jetzt die Family ein. Auto stand wieder sehr weit weg, deswegen habe ich es mit dem Roller geholt, wie gesagt. Und herzlich willkommen damit zum nächsten Vlog. In der Kita ist wieder Schleuse eingebaut worden, weil da gibt es Corona-Fälle. Zwei wohl bisher. Ganz toll. Ganz tolle Wurst. Trinke ich mal einen Kaffee drauf. Prost. Mann, hoffen wir, dass sie das alles irgendwie in den Griff bekommen oder was. Das hier ist ja alles ganz gut und schön, aber das schützt ja gar nicht. Das darf man ja auch nie vergessen. Also das schützt vielleicht ein bisschen, ne? Also die anderen, vor allem wenn man so niest und so, ist das ganz gut. Aber das ist ja auch nicht viel. Und wie ist es? Ja, kommen gerade viele, deswegen steht hier einer da. Und ich lasse die Kinder alle rein. Ohne habe ich ihren Hand gedrückt. Ola hat aber so. Hat sie die angeguckt, als sie auf den Arm hat. Also freudig. Freudig ist gut. Hä? Freudig überrascht. Kann man nicht hinten dran stellen, ja. Oh, ist ja schon Einfahrt und alle Tür. Läuft. Wartest du hier? 10 Minuten noch bis zum Termin. Telefon. Geil. Wir sind wieder zu Hause. Man sieht's an den Müllbergen. Man sieht's an den Müllbergen. Da, 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 da. Schade. Mann! Kann doch so schwer nicht sein. Was ist denn los? Gerade links noch. Was ist denn hier los, ey? Warum stützt du denn dauernd ab? Mann! 40 Euro erst an. Yay, Dufte, Alter, das sind Dummsitze. Stimmt der Bär im Kettenhemd. Also, euer Rad ist fertig. Mehr oder weniger. Jetzt habe ich hier noch eine Sache entdeckt. Ich weiß nicht, ob Achim das schon aufgefallen ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte er mir gesagt. Hier ist die Verlötung abgegangen. Also es ist ja nur so ganz kurz angepunktet hier an der Stelle. Seht ihr das? Das hier, das Schutzblech mit dem. Und das ist hier offensichtlich abgegangen. Wie man das rankriegt, weiß ich nicht, weil das ist ja nur ganz dünne Blech. Natürlich könnte man einen hässlichen Schweißpunkt hier irgendwo aufsetzen oder man kann dieses ganze Teil ersetzen, tauschen. Wahrscheinlich. Und das könnte man ja mal probieren. Ja, das hier ist geschraubt. Das sind die beiden Schrauben. Und dann könnte man diese gesamte Strebe, Überlaufstrebe ersetzen oder eben festpunkten. Das müsste man nochmal erfahren. Mal ja, mal nein. Gut. Läuft aber. Das war wieder ein Achim eingehängter Schlüssel. Der ist der Klassiker, die fällt immer runter. Also Schaltung ist drin. Schlauch vorne ist gewechselt. Klingel ist dran. Schlauch vorne, Klingel. Mittel von Ständer habe ich nicht. Aber ich könnte natürlich jetzt im Zuge dessen, dass man ja bei Radlust vielleicht schaut, könnte man da gucken, ob man da was. Ich nehme mal so Holzpöppel. Das wäre doch vielleicht cool. So aus Holz, welche? Warum nicht? Kann man da selber schnitzen. Das ist ja ganz easy. So, welche aus Holz. Kontrollkette. Da war eine neue genommen, weil die alte war super fettig und mistig und ranzig.
Und was du sonst noch findest. Na, gefunden hätte ich jetzt natürlich, also. Da machen wir mal eine Dynamo-Kappe ruf. Das haben wir noch so im Kopf. Das läuft nämlich nicht so dralle. Beim nächsten Regen auf alle Fälle nicht. Also, jetzt sprich, heute würde ich nicht suchen. Dynamo-Kappe ruf, dann läuft das besser. Und ansonsten ist mir noch aufgefallen, wie gesagt, hinten dieses. Ne? Käppchen, das war einfach zu machen. Haben wir dran. Hier läuft das auch gleich viel besser. Jetzt fehlt noch die Pöpsel da für den Ständer. Damit jeder weiß, was man meint, hier oben sind so Gummipuffer dran eigentlich gewesen. So, ja, natürlich nicht. Aber ich habe was anderes, eine andere Idee. Nehmen wir einen Rundstab, eine Säge und das Rad hier aus dem Ständer. Bei dem wird heute auch mal Zeit zum Improvisieren, zum Basteln. Improvisieren eigentlich auch nicht, improvisieren eigentlich. Ich mache Präzisionsarbeit. Den Kaffee, wo die Schokolade schmilzt, habe ich schon aufgetan. Lecker, lecker. Ein fröhliches Emoji. Ein fröhliches Emoji. Emoji. Schön. Danke. Prost. Sieht hübsch aus. Danke. Mit der Jacke. Das kleidet dich ungemein. Ciao. Ups. So, dann haben wir hier einen Abschnitt. Ja, aber ich nur eine Hakenleiste hier, dann könnten die ganzen Dinger hier hochhängen. Ach ja, ich bräuchte so viel. Wir messen mal aus, grob russisch. War bestimmt mal, jetzt sind es nur noch 13 mm. 13 mm. 13 mm. Weiß, es ist keine Holzpfeile, ich hab grad keine. Zur Hand. Meine Güte, ja. Na Mensch. Tada!
Na, wie sieht das aus? Voll ökologisch, aus Holz, ey. Voll die Puffers. Ja, im Test müssen sie sich natürlich noch bewähren, aber wie gesagt, nehmt doch einfach einen Dübel sozusagen. Ja, was anderes ist es ja nicht. Und dann. Steht das doch auch ganz gut hier, oder? Was sagt ihr dazu? Yay, das ist Tommy Style, Alter. Das gibt's gratis mit dazu. Puffer taugen halt nicht. Dass die natürlich nicht so schön bleiben, ist klar. Man könnte sie natürlich jetzt noch lackieren oder so. Ja, irgendwie, oder schwarz einfärben oder beizen oder sowas. Beizen wohl eher beizen, ölen, irgendwie so. Soll ich die ein bisschen beizen? Ich beiz die. Ja, schön gebeizt sind sie, das war's. Jetzt sehen sie natürlich nicht mehr so schick aus, sehen sie schon so ein bisschen aus wie Straße, ne? Und der ist ein bisschen dunkler geworden, weil der hier oben offenporiger ist. Den habe ich ja vorher abgeschliffen. Dadurch hat der richtig aufgenommen. Der nicht so, also da sind die Fasern schon ein bisschen verschlossen, aber der wird noch schwarz. Richtig dunkel, schick. Antik-Look. Gut. Jo, das war das kleine Gimmick heute am Rad und ja, ich hoffe, das war mal was anderes. Tja, ich würde mal sagen, ich bin durch mit dem Rad und rufen wir mal an, sagen wir mal Bescheid. Rico, kannst vorbeikommen, beziehungsweise Freundin, aber das ist hier natürlich auch, mal gucken hier. Das ist knapp, das Rad. Total knapp. Werbung für die Frau und mal für die richtig Frau. Werbung für alle Für hier. dich. Ja. Für mich ist das natürlich auch Werbung. Klar, logisch. Jedes Video ist ein Stück weit Werbung. Muss ja auch mit Schlittschutzhosen fahren bei dem Ding. Nur gucken, nicht anfassen. Ja. Don't touch it. Das mal. Schaut ja keiner, aber. Da denken sie alle, du bist. Naja. Ich bin Teil des Schiffs. Wie ist der Film? Ich bin da! Ich bin Das Bier durch. Da wird noch Bier drauf ausgekippt und. Alles, richtig geil. Meine Rastung. Jungs, dann. Du hast mir als Bezahlung gegeben. Danke für die schöne Zeit. Alles Gute. Bam, bis hoffentlich bald. Ja, viel Spaß. Und das ist eure Station hier oder was? Genau. Für den Channel. Hey, ich sehe. Die läuft aber nicht gerade, oder? Die läuft immer die ganze Zeit, oder? Die läuft Top Story, wirklich? Aber die ist jetzt nicht Livestream. Ja. Dann macht später das Schneiden. Was du sagst, ich lässt da drin. Ich schneide genau. Warte. Genau, wir setzen so eine Predator Helmet auf. Ja, Valentin, kurz hier nochmal reinlinsen. Kamera? Spiel mit der Kamera? Genau, Baby, ja, zeig hey. Wow, jetzt geht's los. Nee, das ist ja hier alles sehr real und deswegen muss ich mich wundern, wie langweilig das so ist bei mir. Hallo. Tschüss, bis dann, ciao, ciao. Hallo, tschüss. Die alten Decken, wie waren die? Durch! Achso. Schon Müll. Jetzt muss er sich aber ein paar Sticker holen, damit die Leute ein bisschen mehr Respekt haben. Oder noch so einen abgefahrenen Gepäckträger oder sowas. Kannst du ja auch ranbauen hier. Ist ja eigentlich nur eine coole Idee eigentlich. Das Krummoli? Oh, hier ist ein Aquarium. Gute Nacht. Ich komme ab. Ihm tut's leid und ich komme ab.
Bis dann. Ciao.